Bitte unterschreib das Foto. Natürlich, hier, bitte. Oh, vielen Dank. Der Nächste. Oh, Pony, ich bin so ein großer Fan. Bitte hier unterschreiben. Okay, alles Liebe von Pom. Oh, vielen Dank. Der Nächste. Hallo. Oh mein Gott. Ich habe dich so lieb, Pomni. Nein, 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 hier ist kein Platz für Streber. Tut mir leid. Was? Oh, ich wünschte, ich wäre so cool wie Jax. So, so, so. Eine verlorene Seele braucht ein Makeover. Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Willkommen, hässlicher Junge. Brauchst du Hilfe? Um Pomni zu bekommen, musst du Jax werden. Zuerst muss ich diese Pickel loswerden. Oh, okay, ich werde einfach... Stopp, so machen wir das nicht. Übe mit dieser dehnbaren Puppe. Oh, wow, so dehnbar. Jetzt drücken wir deine Pickel aus. Geht eklig. Hey, Vorsicht. Das muss ich jetzt sauber machen. Ups, Entschuldigung. Warte mal kurz. Ich glaube, ich weiß, wie man das in Ordnung bringt. Warum machen wir nicht das Beste daraus? Ich mache mir eine Gesichtsbehandlung. Falls jemand fragt, ich experimentiere nur mit avantgardistischen Hauptpflegetechniken. Hoffentlich ist es der lila Schleim wert. Ich wusste nicht, dass diese Gesichtsbehandlung genau das ist, was ich brauche. So, und jetzt runter damit. Mal sehen, ob es funktioniert hat. Langsam. Wow, es ist, als hätte mein Gesicht einen Flohmarkt veranstaltet und alle Pickel wären in die Maske gewandert. Igitt. Ekelhaft. Ich habe jetzt Jacks Gesicht. Aber alles andere ist immer noch mein altes Ich. Jax hat alles, den Stil, den Selbstvertrauen, das komplette digitale Persönlichkeitspaket. Was sollte ich tun? Oh, machst du dir was aus? Hey, oh, wie auch immer, ich habe sowieso eine Ersatzzahnbürste. Ich brauche nur etwas Weiß. Sprüh mich mit etwas weißem Staub an, Baby. Ich werde Jax, der Superstar des unglaublichen digitalen Zirkus. Wuhu! Zeit für Drama. Oh, das wird episch. So etwas wie zu viel Drama gibt es doch gar nicht, oder? Niesen mit Stil. Hä? Was in der virtuellen Welt? Ein Ohrstäbchen mit klebrigem Zeug drauf? Merkwürdig, aber irgendwie faszinierend. Wer braucht schon gekaufte Schminke, wenn man... Was auch immer das ist. Ich muss sagen, das ist definitiv der Look, den ich anstrebe. Für die Haare? Ja, ich denke, es ist Zeit für Haare. Oh nein, 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 nein. Nicht anfassen, oh nein. Ich bin gespannt, was da drin ist. Hä? Was ist denn da drin? Das kann nicht echt sein. Aufhören! Jemand muss mir helfen, ich verliere die Kontrolle. Das war heftig. Oh nein, schon wieder. Ich bringe das in Ordnung. Sie sind zurück. Danke, Kane. Und du bist nichts als Ärger. Mal sehen, was du da drin hast. Brombeeren? Nun, das ist unerwartet, obwohl es irgendwie Sinn macht. Schließlich sind wir hier im Zirkus, wo das Unerwartete die Norm ist. Wie Jax, das Außergewöhnliche ist das Ziel. Lila Haare oh ist nein. Egal. Oh. Ich weiß, ich sehe jetzt fabelhaft aus. Oh, Jax, wir werden bald Zwillinge. Jetzt entspannen wir uns ein wenig. Warte, lila Decke? Scheint, als hätte mir das Schicksal das perfekte Material für Hasenohren geschenkt. Okay, ich brauche hier etwas Magie. Ich bin dran. Los geht's. Oh mein Gott. Oh, ich kann nicht hinsehen. Lass diese Decke sich verwandeln in Hasenohren. Wow, so viele davon. Oh, ich brauche nur zwei davon. Hey. Oh, ich brauche was zum Festhalten. Aha, eine Kleiderbügel. Perfekt. Igitt, die Unterhose muss weg. Und es braucht nur ein wenig Anpassung. Es ist Zeit, die Vergangenheit loszulassen. Einfach abschneiden und wegwerfen. Jetzt kommt der schwierige Teil. Ich bin immer für Recycling. Der Kaugummi bekommt gleich eine neue Aufgabe. So, schmeckt immer noch gut. Es ist ein kniffliger Job, aber einer muss ihn ja machen. Nennen wir es doch einfach eine klebrige Innovation, oder? Los geht's. Ein Hasenohr, zwei Hasenohren. Zeit zum Handeln. Mit einem Ohr oben und einem Ohr unten bin ich bereit zu springen und zu hüpfen. Lass uns feiern. Herzlichen Glückwunsch. Bereit für Papierkonfetti. Regen, Regen, Konfetti, Regen. Juhu. Oh, aber es ist nicht lila. Es ist rot und blau. Hey, rot und blau ist lila. Wie mische ich das? Warte mal, ich habe den Pinsel dafür. Lass uns zaubern. Ein bisschen rot, ein bisschen blau. Wir haben eine schöne lila Farbe. Noch ein bisschen rühren und fertig. So, dann wollen wir mal...
gerufen? Auf geht's, Schachteln! Warte auf mich, ich komme! Stellt euch in einer Reihe auf! Halt mir die Augen zu! Ruhig bleiben, ja, ich färbe hier mein Hemd. Oh, schau dir das schöne Lila an. Wow, fertig mit der lila Farbe für das Hemd. Und rot für die Jeans. Mach sie nass, als gäbe es keinen Morgen. Jetzt zieh sie wieder an. Aha, so fertig. Danke, Leute. Hey, mit bloßen Händen? Das ist nicht sehr Jax-mäßig. Aha, Handschuhe zur Rettung. Sieht aus, als wäre Jax wieder im Geschäft. Nichts macht mich mehr zu einem Jax als ein paar Handschuhe. Zeig mir den Zirkus, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Die Show beginnt. Ich bin bereit. Vergiss den flauschigen Hintern nicht. Denn was wäre ein Jax ohne einen flauschigen Schwanz? I like to move it, move it. Hey, hey. Wie viel habe ich erreicht? Wow, toll. Juhu. Was ist das? Zeit, in Jacks Pforten zu schlüpfen. Ich bin nur ein paar Schritte davon entfernt, Jacks wie aus dem Gesicht geschnitten zu sein. Wow, ich wäre fast in sie reingelaufen, oder? Nicht unter meiner Aufsicht. Du kannst den Jacks in mir nicht täuschen. Oh, oh, das ist nicht gut. Einiger Bimbam. Ach, du böser Puppenstift. Verpiss dich. Was für ein Glück. Jemand hat mir in diesem Zirkus den Rücken freigehalten. Müssen wir unsere kreative Energie in die richtige Bahn lenken? Ja, also gut. Ich muss hier meine Spuren hinterlassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Sohle in Form bringen und die Hasenpfoten zum Leben erwecken. Denk dran, Präzision ist alles. Für Jacks unverwechselbares Aussehen darf es keine Fehler geben. Die Pfoten sind fertig. Jetzt kommt der lustige Teil. Wir fügen ein wenig Flaum hinzu. Eine tolle Klebelinie hier, nicht am Glitzer sparen. Wenn es um Glanz und Glamour geht, kann ich mich nicht zurückhalten. Mach es flauschig, dann ist perfekt, damit es perfekt klebt. So, tritt in die Fußstapfen von Jax und schau, wie sie sich bewegen. Zieh noch ein bisschen Flausch ab, damit der Hasenlook perfekt wird. Ein letzter Schliff und die Verwandlung ist perfekt. Dieb! Denn kein Jax-Look ist komplett ohne diese bösen Jungs. Zweifel jede Pfote. Ich bin bereit, meine Kunststücke vorzuführen und dem digitalen Zirkuspublikum viel Spaß zu bereiten. Spring zum Beat, spüre den Groove, spüre den Vibe. Zeig einen Move im Jax-Pfote-Style. Jax hat die Moves, los geht's. Aha. Juhu! Ich bin jetzt Jax. Herzlichen Glückwunsch, gehen wir zurück in die reale Welt. Oh, tschüss. Wünsch mir Glück. Viel Glück. Hallo. Oh, er sieht so gut aus, mein Jax. Wie geht es dir? Warte, Hey. Aber jetzt? Hey. Oh, er ist jetzt Jax, genau wovon ich geträumt habe. Komm her, Liebling. Aha, wo ist sie? Pomni, wo bist du hin? Pomni ist verschwunden. Das kann nichts Gutes bedeuten. Hallo? Wow, Jax der Hase. Ah. Hey, Hübscher. Hey, hey, hey. Bah, Eckle. Du bist keine Pomni. Och, ich vermisse sie. Warte, komm zurück. Nee, ich muss eine Pomni werden. Aber ich bin so hässlich. Ich werde dich immer lieben. Jeder passende Ton. Hm? Was ist das für ein Ding? Du bist so knautschig. Hallo, Streberin. Ich bin Pickel-Gorilla. Interessant. Hast du auch Pickel? Und du weißt, was das bedeutet. Bitte befreie mich davon. Wow. Was für ein Nervenkitzel. Die Dinger sind reif. Das hilft gegen Pickel. Eine Gratis-Gesichtsmaske muss man einfach lieben. Die T-Zone nicht vergessen. Wow, da passiert wirklich was. Guck mal, die Bläschen. Ich liebe ein gutes Kribbeln. Also was steckt dahinter? Hoffentlich hat es funktioniert. Wow, das ist wirklich reine Haut. Oh, haha. Und du siehst auch gut aus. Au! Ist das alles? Du hast mich rausgeworfen? Wow, was ist das für ein Ding? Ich zeige ihr mal eine Gesichtsmaske. Hoffentlich mag ihre Haut ein bisschen mehr. Das wird episch. Jetzt brauche ich nur noch Popcorn. Showtime. Zum Glück habe ich Bohnen gegessen. Wow, das darf doch nicht wahr Jedes sein. Passende Geräusch. Jedes passende Geräusch. Wow, danke, Bruder. Volltreffer. Gefällt's ihr? Oh, man.
machen wir sie nass. Hey, das hat meine Farbe verschüttet. Aber warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Rote Clownwangen? Ja, bitte. Jetzt fühle ich mich gleich viel süßer. Wow, ich sehe aus wie eine Pomni. Warum hasst mich das Universum? Oh, nimm das. Juhu. Hey, schon wieder YouTube-Bewerbung? Wow, genau das, was ich brauche? Mama hat bestimmt nichts dagegen. In den Warenkorb. Ja. Pomni hat auch rote Augen. Hey, das kitzelt. Wow. Pomnis bunte Augen. Das ist fantastisch. Hier unten passiert etwas. Nichts, was ein bisschen Schokolade nicht beheben könnte. Kein Löffel, kein Problem. Alles kommt an einen Ort. Ein passender Ton. So cremig. Ein passender Ton. Oh, oh. Ups. Ich habe mich ein bisschen gehen lassen. Zeit zu reinigen. Oder besser gesagt, Zeit für ein Makeover. Wie ein Nachmittag im Salon. Wer hätte gedacht, dass Schokolade so vielseitig ist? Und Feuchtigkeitsspenden. Na, hat's geklappt? Schmeckt bestimmt gut. Hey, wow. Ich liebe es. Aber was ist mit meinem Outfit? Das ist meine nächste Aktion. Hoffentlich passt es. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Auweia. Das wird eine Narbe geben. Hey, ist doch gar nicht so schlimm. Hier oben ist es viel besser. Aber die sehen so traurig aus. Vielleicht hilft etwas frische Luft. Los geht's. Größer. Okay, das beliebte Geräusch. Komm schon. Aber warte mal. Da kann ich auch gleich mein Gas benutzen. Jetzt mache ich den Hut lebendig. Hoffentlich habe ich genug aufgeblasen. So. Nur noch ein paar Anpassungen. So. Und die andere Seite? Perfekt. Das auch nicht vergessen. Hahaha. So süß. Guck mal. Wow, genau wie auf dem Foto. Ich kann es gar nicht glauben. Wie ähnlich sehe ich aus? Oh, 50. Jeder passende Ton. Virus, Virus, Virus! Jeder passende Ton. Hey, klau mir nicht meine Kleider. Was für ein Virus ist das? Ihr kleinen Schlingel. Hört auf! Verrückte Hacker. Meine Kleider zerrissen. Vielleicht ist es Zeit für ein neues Outfit. Auf geht's. Ich bin bereit für die Herausforderung. Mal sehen. Sehr schön. Welche Farbe ist schöner als blau? Das Wasser verändert sich, siehst du? Genau so. Wunderschön. Jetzt kommt der super spaßige Teil. Tschüss, langweiliges Weiß. Und hallo, Zirkusblau. Es ist wie Zauberei. Wow, toll. Die Hälfte ist geschafft. Und jetzt die nächste. Hoffentlich wird sie genauso toll wie die blaue. Genau so. Schau dir das an. Ah! Und los geht's. Und es passt wie angegossen. Ist das nicht toll? Warte mal. Mit der Schleife wird es noch schöner. Und Rüschen. So süß. Und das auch noch. Auch so glitzernd. Hey, ich brauche ein paar Kurven. Hier kommt der Flaum ins Spiel. Je voluminöser, desto besser. Mach dich bereit für ein bisschen Zirkus-Charivari. Fantastisch. Der süßeste Clown ist hier, um euch zu unterhalten. Wow, Jax wird das lieben. Wie viel jetzt? Ja, endlich kann ich als Pomni durchgehen. Kannst du das glauben? Ich werde den Hasen austricksen. Oh nein. Ah! Ist es gebrochen? Oh nein, meine Zehen. Wie bringe ich das wieder in Ordnung? Mein Fuß. Oh, du brauchst Schuhe. Natürlich. Passen die? Die haben auf jeden Fall meine Größe. Aber man kann die Schuhe ja aufpeppen. Okay, noch ein bisschen. Das könnte eine Weile dauern. Pomni würde sich nie mit langweiligen weißen Turnschuhen erwischen lassen. Wow, sind die nicht toll? Ich liebe sie. Aber sind sie auch stolpersicher? Hier! Wow, ich fühle gar nichts. Juhu! Du wirst mich bald sehen.
Ich bin bereit, online zu gehen. Jeder passende Wünscht Ton. Mir Glück. Und ich bin Pommy wieder scheint da. Immer noch zu fehlen. Naja, jetzt nicht mehr. Überraschung. Rate mal, wer wieder in Aktion ist. Hallo. Was, hä? Suchst du mich? Pommy. Bist du es wirklich? Auf keinen Fall. Bist du die echte Pommy? Oh ja. Es bin so von der Stasis des Königs gehabt. Mein Plan hat funktioniert. Ja. Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Ich habe Pommy reingelegt. Gut, komm mit. Wer hat dir das angetan? Zeig mir, wer das war. Okay, zeig es mir einfach. Ich war. Oh nein, sie zeigt auf mich. Ich bin nur vorbeigelaufen. Zeig es mir einfach. Hab keine Angst. Hier. Oh mein Gott. Bist du sicher? Ja. Du warst es also. Ich hab's gewusst. Du kommst ins Gefängnis. Nein, das ist ein Irrtum. Ich habe nichts getan. Ich war's nicht. Ahahaha, willst du das? Willst du das? Haha, nein. Und du wirst es lange nicht mehr zu Gesicht bekommen. Kane? Pass auf, dass das Mädchen nicht rauskommt. Jawohl, Meister. Sonst wartet die Lehre auf dich. Nicht die Lehre. Ich will nicht in die Lehre. Oh, er ist weg. Hey, sieht aus, als hätte er Angst vor ihm. Ich glaube, damit komme ich hier raus. Danke für die Pizza, Dummkopf. Die kann ich hier gut gebrauchen. Mal sehen, was wir hier haben. Perfekt. Und es hat gar nicht so lange gedauert. Lass mal sehen. Ja, ich baue alles wieder so zusammen, wie es vorher war. Aha, das kommt hier hin. Und das macht das Ganze komplett. Cool. Die Basis ist fertig. Jetzt brauche ich die Zähne. Tut mir leid, Kumpel. Aber ich muss dich opfern, um meine Freiheit zurückzubekommen. Ich komme später zu dir zurück. Toll. Hat sich doch gelohnt, oder? Ja, perfekt. Ich hab's geschafft. Upsi, da kommt jemand. Ha? Ich muss es verstecken. Hey, oh, hallo, was Polizist. Machst du denn da? Wie geht's? Nichts. Wirklich nichts, ich schwöre. Guck mal, was ich hab. Wow, aber schau mir einfach wie in die hast Augen. Du das gemacht? Schau rein. Das ist ja furchtbar. Ich kann nicht. Loser, so I'm feeling. Das sieht aber lecker aus. Ja, das ist super lecker. Davon könnte ich den ganzen Tag essen. Das ist doch nur ein Bonbon. Also, wo war ich? Ja, ich habe Augen gemacht. Zwei verschiedene Farben. Aber wie kriege ich die wieder raus? Okay, was war das denn? Was zum... Hier drüben! Probier das mal. Das hilft. Oh, danke, Toilettenmann. Mit Brille ist es viel leichter. Ich habe keinen Kaugummi mehr. Aber damit wird es klappen. Letzte Kontrolle? Wow, das sieht ja toll aus. Jetzt brauche ich aber eine Mütze. Wo bekomme ich die her? Kann ich sie damit machen? Ich glaube schon, cool. Ich muss es nur noch schwarz anmalen. Genau so. Noch eine Schicht und noch eine. Lass mal sehen. Sieht für mich gut aus. Was meint ihr, Freunde? Und hier habe ich noch ein Detail gefunden. Vorhin wollte ich mir nur die Zähne putzen. Aber eigentlich war das für meinen neuen schicken Hut. Keine Sorge, Schatz. Den hast du gleich. Gut gemacht. Ist er nicht süß? Schau dich an. Was ist denn hier passiert? Wie lange war ich? Ich traue meinen Augen nicht. Ist das? Nein, das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein. Träume ich oder was? Was auch immer. Es ist Essenszeit. Essen? Das nennst du Essen? Was ist das? Das ist eklig, Igitt. Das stinkt. Aber ich will es trotzdem oh, essen. Nee. Ich habe keine Wahl. Wünscht mir Glück. Oh, das ist zu wabbelig. Okay, zuerst muss ich die Filets von den Knochen trennen. Vorsicht, da sind so viele scharfe Knochen. Das ist noch unheimlicher, als ich dachte. Eben, dafür wird er bezahlen. Fertig, aber muss ich das wirklich essen? Es sieht schrecklich aus. Aber okay, nur ein kleiner Bissen. Ich hasse Fisch. Das ist das letzte Mal, dass ich Fisch esse. Das ist wie Folter. Ich glaube, es macht ihm richtig Spaß, mich hier leiden zu sehen. Darf ich bitte etwas Normales essen? Na, endlich. Aber... Oh nein, mein Magen, schnell! Ach, du lieber Gott. Ach, es tut so weh. Au, ich habe es geschafft. Jetzt kann ich es ausspülen und endlich Ruhe finden. Ha, was?
bitte sag nicht, dass es mein Bademantel war. Oh nein, es war wirklich mein Mantel. Oh mein Gott, er ist ruiniert. Was soll ich jetzt machen? Er ist ganz zerrissen. Hm, Moment mal. Ist das nicht das, was ich hier brauche? Ja, das ist das beste Outfit. Ich hätte es nicht besser machen können. Wenigstens ein bisschen Glück. Igitt, wer hat das hier vergessen? Und was soll ich damit machen? Irgendwelche Ideen. Oh ja, genau das brauche ich. Cool. Und die Schuhe? Nicht so schnell. Das gehört mir. Hände weg. Hey, lass das. Du brauchst es nicht mehr. Gib her. Ich hab's. Und du sitzt hier und guckst zu. Das wird mein bestes Outfit? Sollen wir? Dann kommen diese Schönheiten. Schwarz mag ich am liebsten. Fast fertig. Perfekt. Wie sehe ich jetzt aus? Meine Verwandlung ist abgeschlossen. Und ich bin bereit, ihn zu treffen. Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Es hat richtig Spaß gemacht! Nein, 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 nein! Bitte nicht fallen! Bitte nicht fallen! Aua! Das tut weh! Wer hat das alles hier gelassen? Ach, egal! Die Frage ist nur, was ich jetzt damit machen soll. Ich brauche ein paar davon. Und jetzt kleben wir alle zusammen. Ist doch ganz einfach. Super! Dann malen wir alles an. Fertig! Oh, fast hätte ich das letzte Detail vergessen. Hier. Jetzt habe ich einen Stock. Hurra! Diesmal bin ich wirklich bereit. Hey, Leute. Hallo. Ist da jemand? Was ist? Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Wen haben wir denn da? Halliga, Zahn. Sie ist so schön. Hallo, schöne Zähne, ha! Sie hat mich angelächelt. Ich glaube, sie mag näher kommen, Liebling. Ich komme. Hallo! Hallo! Oh, mein Herz gehört dir und nur dir. Oh, fast hätte ich's vergessen. Ich habe eine Überraschung für dich. Bitte mach die Augen alles zu. Alles klar. Ich tue alles für dich. Dummer Junge. Ich hoffe, du wirst mich nicht vermissen. Ciao. Hä? Was? Viel Spaß. Warte. Bitte lass mich nicht allein. Oh nein. Hä? Das sollte lustig werden. Oh, was für ein schöner Tag. Der Park hört sich gut. Oh, meine Zähne. Oh. Oh. Wer hat mich geweckt? Was für ein ungezogenes Kind. Was zum Teufel? Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin. Nein, 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 nein. Du darfst nicht gehen, solange du nicht aufräumst. Aufräumen? Aber besser als abwaschen, finde ich. So sehen unsere Wischmops bestimmt nicht aus. Das macht eigentlich echt Spaß. Ich sag Mom, dass sie mir so einen besorgen soll. Dann wird mein Zimmer blitzsauber. Nein, stopp! Eine letzte Kugel und ich bin fertig. Puh, alles an einem Tag geschafft. Sehr gut. Hast du noch mehr für mich? Hilfe! Oh. Wow. Oh. Was machst du da? Mm, lecker! Holt mich hier raus! Hey! Hört sofort auf damit! Nimm das! Versuch's doch mal! Oh, das werde ich! Blau! Wie du es wolltest. Oh, danke! Oh, du bist so süß! Du hast mir das Leben gerettet, aber bitte füttere mich! Oh, da weiß ich schon, was ich mache. Hoffentlich magst du Süßigkeiten. Was sind Süßigkeiten? Hast du noch nie welche gegessen? Das ist das beste Essen der Welt. Das musst du probieren. Schön aufmachen. Mmh, das war lecker. Komm, wir gehen spazieren. Ja! Wo willst du denn hin? Nicht so schnell! Du musst schon mithalten, hä? Huh? Ich glaube, ich muss mal groß. Was zum? Oh! Ah, Zuckerwatte. Oh, danke, kleines Schweinchen. Oh,
Hm, das ist so lecker. Meine Zuckerwatte. Oh nein. Oh, ihr Kleinen. Mein Mittagessen. Oh. Danke. Oh, das ist heiß. Na egal, zurück an die Arbeit. Meine arme Zuckerwatte ist ganz geschmolzen. Aber keine Sorge, ich mache mir meine eigene süßere Leckerei. Das wird noch viel besser als vorher. Und nun kommt noch Schlagsahne obendrauf. Und weißt du, was es noch besser macht? Hm? Streusel. Und nun kann ich endlich essen. Mit diesem Gericht könnte ich Meisterköchin werden. Letzter Bissen. So lecker. Ich hätte nicht so viel Süßes essen dürfen. Hast du dich gerade bewegt oder? Ach, egal. Kuckuck. Schnell wieder rein. Ah, ich mache mir einfach eine DIY-Toilette. Ich werde von dir einfach was abschneiden. Buchstäblich. Ich schneide genau in der Mitte durch. Und dann lege ich es um den Eimer. Ich brauche noch was zum Festhalten. Dieses Pflaster wird reichen. Super. Komm schon. Lalalala, Geronimo, juhu! Puh, keine Sorge wegen des Geruchs. Ach, der Zauber hat mich richtig hungrig gemacht. Aha, mein Snack-Eimer. Hm, sieht irgendwie anders aus. Nein, 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 nein! Ah. Nein! Guck. Ah, was zum Teufel? Du hast meine Snackpause gestört. Ah. Oh, was zum... Stopp! Problem? Hilfe! Lass sie sofort los! Du musst mich schon fangen! Komm zurück! Oh, die ist aber schnell! Hab ich dich! Mach schon auf! Oh, danke! Na komm her, ich mach dich mal sauber! Du brauchst definitiv Hilfe. Ich glaube nicht, dass der kleine Würfel seine Zähne geputzt hat, oder? Oh, du hast hohes Fieber. Oh nein. Ich weiß genau, was du brauchst. Ein wenig Selbstfürsorge hat noch niemandem geschadet. Einem süßen Püppchen wie dir kann das bestimmt nicht schaden. Das wird dich schön abkühlen, das weiß ich. Das kitzelt. Na, dann wollen wir mal Fieber messen. Hat geklappt. Nun kann ich mich um dich kümmern wie um ein ganz normales Baby. Ach, so einen Tag könnte ich auch selbst mal gut gebrauchen. Dieses Zähnemonster hat mich aber auch wirklich fertig gemacht. Gute Nacht, Mami Pomni. Gute Nacht, mein kleines süßes Baby. Nun kannst du schön schlafen. Mein Snack. Ja, ja, ich werde dich füttern. Möchtest du Gelee? Was ist denn Gelee? Oh, das schmeckt viel besser als so ein Baby. Gelee gibt's auch in vielen Variationen. Auf jeden Fall viel besser als ein Baby, ja. Sieht das nicht total lecker aus? Hier, ich schütte es in deine Schüssel. Aber warte, es gibt noch mehr. Ich kann auch andere Formen machen. Ich hoffe, du magst Meeresfrüchte, hm? Du weißt wahrscheinlich nicht, was das ist, oder? Das macht gar nichts. Ihr müsst öfter mal rausschwimmen. Wie wäre es mit ein paar anderen Formen? Das hier ist ein süßer Vogel. Normalerweise passen die nicht zu Nudeln. Aber es sieht sehr lustig aus. Okay, was noch? Aha, wie wäre es mit Obst? Oder anderen Tieren, hm? Oh, das macht mich richtig hungrig. Okay, konzentrier dich. Eine Schüssel Nudeln kommt sofort. Njum, 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 njum. Nein. Probier doch mal. Ernsthaft? Oh, ich hab's. Hier kommt das Flugzeug. Hä?
Okay. Gib mir meinen Anzug zurück. Aha, egoistisches Mädchen. Ihr doofen Kleinks. Oh, die Tür ist offen. Wow. Nein, komm zurück. Was ist das denn? Du? Wenn du raus willst, musst du die Maus aus dem Labyrinth holen. Ach ja? Ja, das kann ich. Also, dieses Labyrinth sieht sehr einfach aus. Komm, Mickey. Pass doch auf. Nein. Wenn du die nächste Runde verlierst, steckst du für immer hier fest. Okay, ich muss sehr vorsichtig sein jetzt. Immer mit der Ruhe. Nur noch ein Stückchen. Ja. Und wir sind raus. Ich hab's geschafft. Ich gehe endlich nach Hause. Wow, das war fantastisch. Kino? Wow, das muss ich sehen. Pomni? Nein, Ragatha. Kane. Oh, Jax. Natürlich wird es immer er sein. Jax ist total mein Crush. Hä? Und gleich lernst du ihn persönlich kennen. Schneid dich an, du kommst mit mir. Oh nein, lass mich los, lass mich los. Lass mich los, Mama. Wo bin ich? Eine neue Figur, was? Komm schon. Jax. Oh, vergiss es. Oh nein, er hat sich nicht die beste Zeit zum Weinen. Unsere Pomni ist verschwunden. Du musst uns helfen, schnell. Was ist das für ein Ort? Du hast nur eine Stunde, Schatz. Was? Auf keinen Fall. Bitte lasst mich heraus. Hä? Was ist das denn? Spielst du mit mir? Das sieht komisch aus. Und hier ist eine Münze. Na gut, versuchen wir's. Ja, meine kleine Schönheit, gib es mir, gib es mir. Mach schon, du schaffst es. Nimm es und bring es zu Mama. Nein, nein, nicht das. Ach, das wollte ich nicht. Lass es uns noch einmal versuchen. Nein, machst du das mit Absicht? Blöde Maschine. Lass mal sehen. Hä? Es ist halb leer. Oh nein, dann müssen wir wohl zu drastischeren Mitteln greifen. Ein Luftballon. Moment. Toll, jetzt nehmen wir alle Reste und zaubern etwas. Tu einfach alle Farben rein, die du brauchst. Rot, blau und natürlich noch etwas viel bunteres. Zum Beispiel etwas Orange und Gelb. Gut mischen, genau so. Gut gemacht. Und jetzt fangen wir an. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Obwohl, Schönheit erfordert Opfer. Also, wie sieht's aus? Wow, ich bin ein Clown. Genau das habe ich gebraucht. Nur noch ein paar Dinge. Nur ein paar Berührungen hier und hier. Und unten auch. Ganz, ganz vorsichtig. Perfekt. Jetzt noch ein bisschen Farbe. Rot mag ich am liebsten. Aber mit Blau sieht es noch schicker aus. Wow, jetzt sehe ich richtig aus wie Pomni. Unglaublich. Und das war gerade... Komm her! Aua, geh weg, geh weg! Was war das? Oh nein, 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 das ist meine Jacke. Jetzt gehört sie mir. Da bist du ja. Hey, pass auf, langsamer. Hey, das sieht interessant aus. So flauschig. Ja, die kann ich gut gebrauchen. Daraus kann man gute Schulterpolster machen. Die werden toll aussehen. Hä? Aber ich brauche was viel bunteres. Warum nicht? Oh, genau daran habe ich gedacht. Danke. Jetzt kann ich es in jeder Farbe machen, die ich will. Lass uns alles anmalen, damit es zusammenpasst. Ich fühle mich wie Alice im Wunderland. Oh, schau sie dir an. Schau dir meine Schulterpolster an. Die sind so schön, so flauschig und bunt. Oh, was ist das? Das sieht komisch aus. Lass mal sehen. Komisch. Hä? Was ist das? Ach du lieber. Unglaublich, wie lange das dauert. Ich glaube, ich weiß, was ich damit machen muss. Ja, genau. Das wird ganz einfach. Schau, ich mache einfach ein paar zu einem Knoten. Einer nach dem anderen. Rote und blaue, alle zusammen. Und am Ende haben wir ein schönes Kleid. Wow, das sieht so cool aus. Toll, ich kann sogar ein paar Pomni-Tänze. Vergiss die Zeit nicht. Was, nur noch 20 Minuten? Aber ich habe noch nichts mit meinen Haaren gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, hatte Pomni nicht so lange Haare. Also muss ich sie schneiden. Hey,
Hey, pass doch auf, bist du blind oder was? So, fertig. Jetzt schauen wir uns alles an. Oh nein, ich hätte einen Spiegel benutzen sollen. Was habe ich nur gemacht? Ist doch egal, schau mich einfach an. Oh, du hast recht, das könnte ich gebrauchen. Ich könnte meine Haare mit Haarnadeln zusammenstecken. Und außerdem ein bisschen Farbe hinzufügen. Mal sehen, nur eine Farbe? Nein, es ist besser, sie zu kombinieren. Zusammen sehen sie toll aus. Die sind so schön. Lass mich ein paar anprobieren. Toll, das war wirklich eine tolle Idee. Jetzt sehe ich so hübsch aus. Oh, vielen Dank. Jetzt sind wir schön. Immer willkommen. Hä? Hey, stopp! Was war das? Hey, aus dieser Hose könnte ich einen Pony-Hut machen. Aber erst muss ich sie aufplustern. Ja, genau. Das brauche ich. Hey, was machst du da? Gib das her. Wow, die passen perfekt zu meiner neuen Mütze. Lass sie uns reinlegen. Kleinere kommen nach oben und ein paar größere nach unten. Jetzt binde ich sie hier fest. Und hier auch. Oh, so weich und glatt. Lass es uns anziehen. Oh, es ist perfekt und so echt. Ich habe einen Pony-Hut gemacht. Check, ich brauche eine Pause. Na, was haben wir denn da? Hm, mein Favorit. Lass mich mal... Hm, was ist das denn? Wow, das ist so bunt. Ich glaube, das kann ich auch gebrauchen. Lass mal sehen. Das ist es. Es hat die richtige Form. Jetzt muss ich es nur noch zusammenfalten. So einfach ist das. Eins nach dem anderen. Ein wirklich schönes Accessoire. Ja, guck mal. Oh, ist das schön. Lass mich mal anprobieren. Wunderschön. Was für einen perfekten Kragen ich gemacht habe. Jetzt habe ich einen Hut und einen schönen Kragen. Und natürlich ein perfektes Outfit. Bitte hör auf. Aber was ist das? Hey, Kumpel, wo kommst du denn her? Schau dir das an. Was denn? Da oben. Das da? Ja. Oh, das sind Strumpfhosen. Vielen Dank, Schatz. Ich glaube, jetzt bin ich... Was? Oh nein, da ist ein Loch drin. So ein großes. Was soll ich denn machen? Nimm das. Oh, die sind perfekt. Danke, Schatz. Ja, klar. Die verdecken nicht nur das Loch, sondern die Strumpfhose wird auch viel bunter und lustiger. Gut gemacht. Lass mal sehen. Wow, sie ist noch viel schöner geworden als vorher. Und jetzt gehen wir und... Aua, aua, aua. Das tut so weh, das tut so weh, so sehr. Du wirst jetzt zum Accessoire. Lass mich dir etwas Kleber geben. Ihr kommt genau hier hin. Ich werde verschiedene Farben nehmen und alles wie ein Puzzle zusammensetzen. Einfach überall aufkleben. Alle Größen passen zusammen. Ist das nicht toll? So etwas habe ich noch nie gesehen. Nicht einmal in Zeitschriften. Und wie sehen sie an meinen Füßen aus? Wow, das sind die schönsten Schuhe, die ich je hatte. Ja, Prinzessin, die sind echt cool. Und jetzt gehören sie mir, meine schicken Schuhe. Nur noch eine Minute, Schatz. Ja, geschafft. Ich bin fertig und nur noch eine Minute. Zeit zu gehen. Hoppla, habe ich gerade... Oh nein, was habe ich getan? Es tut mir so leid. Oh nein, sie hat meine Babys zerquetscht. Mach sie, sofort. Nein, nein, es war ein Unfall. Bleib, es tut mir bist. Leid. Dafür wirst du oh nein. Sorry. Ich werde dich fangen. Das reicht. Komm her. Es war ein Unfall. Oh, was ist das denn? Nicht anfassen. Interessant. Ich glaube, ich weiß, was ich hier zu tun habe. Ja, ich habe eine Idee. Hey, was machst du da? Ganz ruhig. Ich brauche nur eine Mondform, siehst du? Nein, nicht. Bitte tu mir nicht weh. Das wird meine neue Mondtasche. Danke für deine Hilfe. Ich mache sie so, dass sie aussieht wie du. Mit deinen schönen Augen und deinem strahlenden Lächeln. Oh, oh, lass mich sehen, lass mich sehen. Oh, hallo, mein Schatz. Oh, was für eine schöne Kette du hast. Meine Kette? Okay. Oh, danke. Du bist mein Liebling. Schau, wie schön sie damit aussieht. Oh, was für eine perfekte Handtasche. Ich liebe sie. Das Design ist fantastisch und so bequem und praktisch.
Ich nehme dich mit, Kleiner. Ja, lass uns hier verschwinden. Und schließen. Ist es gemütlich da drin? Ja. Sehr schön. Zeit zu gehen. Hä? Bitte lass uns nicht. Bitte geh nicht. Leb wohl, mein Freund. Ich muss gehen. Wohin führt diese Tür? Hi, schickes Outfit. Hi. Lass mich näher kommen. Ich wollte dich nur fragen, gehst du mit mir aus? Ausgehen? Ja, klar. Oh, tut mir leid. Was? Nein, ihr zwei bleibt hier. Es gibt kein Zurück aus diesem digitalen Zirkus. Was du nicht sagst. Jungs, geht und holt ihn. Was? Hey, nein, stopp. Gute Arbeit, Jungs. Danke. Gut gemacht. Jetzt hauen wir ab. Ich gehe überall mit dir hin. Ladies first. Freiheit. Ciao. Eins, zwei und Schritt. 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 Schritt und Schritt. Das Ruf den Arzt. Oh mein Gott, bringt sie rein. Schneid sie an. Los geht's. Hier, leg dich vorsichtig hin. Lass uns dein Baby sehen. Ich sagte, hol das Baby aus mir raus! Ist ja gut, okay. Lass uns nach ihm sehen. Nein, ich komme nicht raus! wie kriege ich dich da raus? Hast du Süßigkeiten? Gib her! Oh, willst du welche? Lass uns Zuckerwatte machen. Zuerst brauchen wir eine Tasse Zucker in der Zuckerwattemaschine und los geht's! Jetzt warten wir, bis sie ihre Magie entfaltet. Sobald wir Zuckerfäden sehen, können wir loslegen. Oh, das macht mich richtig hungrig. Vielleicht mache ich mir später auch eine. Fertig. Das riecht so gut. Gut genug zum Essen. Jetzt muss ich es nur noch servieren. Die erste Mahlzeit des Babys muss spektakulär sein. Anweisung des Arztes. Mehr Zucker. Ah. Du hast einen süßen Zahn, was? Keine Sorge. Zuckerwatte kommt sofort. So lecker. Los geht's, Baby. Komm schon. Okay, ich komm raus. Juhu, ich fliege. Es kommt. Ah! Wow, hallo. Willst du was Süßes? Mein Baby, komm her. Hier. Oh, du bist so süß. Ich liebe es. Das machst du doch so gut, Doc. Du hättest Koch werden sollen. Du schmeichelst mir zu sehr. Oh. Oh. Bitte aufstehen. Oh. Ups. Oh. Das hat Eindruck gemacht. Oh. Mir passt nichts mehr. Oh, ich weiß. Ich kann dir helfen. Ich schneide hier ein Loch rein. Das scheint zu passen. Hier, probier mal. Hä? Oh, das kann nicht dein Ernst sein. Einen Moment. Ich brauche Accessoires. Interessant. Oh, wow. Ich fühle mich wie ich selbst. Danke. Kommen Sie rein. Lass mich dich ansehen, Baby. Es wird ein bisschen kühl sein. Aber keine Sorge, ich habe jahrhundertelange Erfahrung. Ja, Blut. Wie erwartet, es ist ein Vampir. Oh, Baby, es ist gesund. Danke, Doc, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ah, das wird nie alt. Was für ein langer Tag. Oh. Hallo, Doc, ich brauche eine Untersuchung. Klar, kommen Sie rein. Sieht gut aus. Lass uns ein Foto von Ihrem Baby machen. Hä, du hast ein Foto von mir gemacht? Nein, kann ich hier nicht etwas Privatsphäre haben? Wo ist das Baby? Sie versteckt sich. Wie kriegen wir sie da raus? Ich weiß es. Ich mache ein Spiel daraus. Lalalala. Und los geht's. Oh, so kitzlig. Lustig, oder? Das Baby wird noch mehr Spaß haben. Oh, was ist da los? Ist das das, was ich denke? Zeit für Tic-Tac-Toe. Lass uns spielen. Ich mache meinen Zug. Oh, ich liebe Tic-Tac-Toe. Okay, ich spiele mit. Nimm das. Oh, ich kann sie treten spüren. Genau hier. Oh, es hat geklappt. Ich bin dran. Ich lege das hier hin. Ich weiß. Hier.
Da ist sie. Guter Zugkind, aber ich bin Expertin in Tic-Tac-Toe. Und ein Joker, denn ich werde gewinnen und du wirst verlieren, Doc. Da, ganz unten. Wow, sie hat gewonnen. Ihr Baby ist ein Genie. Oh, sie gewinnt. Und sie lächelt. Ja, ich habe gewonnen. Juhu. Ich bin ein Tic-Tac-Toe-Champion. Ich will das Bild. Gib her, gib her. Hier. Oh, schau sie dir an. Sie sieht so süß aus. Ich muss zum Arzt. Du bist fertig. Ja. Oh, oh. Einmal untersuchen. Sieht aus, als wärst du schwanger. Ich mache einen Ultraschall, um sicher zu gehen. Oh, ich hatte recht. Babys kommen. Babys? Keine Zeit zu verlieren, Skalpell. Hier, Doktor. Keine Angst, das tut nicht weh. So, der Schnitt ist fast fertig. Jetzt können wir die kleinen Geschöpfe sehen. Sind sie nicht süß? Kommt raus. Hier kommt das Erste. Du bist ja ganz klebrig. Hier. Jetzt holen wir deine Geschwister raus. Das ist der größte Haufen, den ich je hatte. Das ist ja wie eine ganze Basketballmannschaft hier. Sind wir fertig? Ich hol dich da raus. Das Letzte. Geschafft. Oh, und du bist der Süßeste von allen. Du bist jetzt stolze Mama von 7. Werden hier Rücksendungen angenommen? Komm, wir verarzten dich. Im Nu bist du wieder auf den Beinen. Sie sind die Beste, Doc. Danke. Bitte sehr. Danke. Tschüss. Endlich Toilettenpause. Puh, gerade noch rechtzeitig. Nach so viel Arbeit habe ich mir eine Pause verdient. Was? Hallo, Zeit für den Check-up. Oh mein Gott. Okay, komm mit. Hier ist es gut. Sehen wir uns das Baby an. Okay, Doc, mach dein Ding. Mal sehen. Das macht Spaß. Wow, du hast Drillinge. Herzlichen Glückwunsch. Wow, Drillinge. Deshalb habe ich so viel gegessen. Oh nein, meine Süßigkeiten. Oh, ich komme nicht dran. Oh, mein Bauch ist im Weg. Es muss einen anderen Weg geben. Oh mein Gott. Oh, wie macht man... Aha! Helfen wir ihr! Ich habe viele Mütter gesehen, die damit zu kämpfen hatten. Und ich habe allen geholfen. Also keine Sorge. Das wird alle Probleme lösen. Für den nächsten Schritt. Ich mache hier in der Mitte ein Loch. Perfekt! Das kommt hier rein. Und zum Schluss kommt noch eine Tasse. Jetzt hast du einen Kran. Wow, perfekt. Hier, sammle damit die Süßigkeiten ein. Oh, wow. Aber klappt das wirklich? Lass es uns ausprobieren. Wow, ich glaub's einfach nicht. Doc, du bist ein Genie. Ich muss noch mehr haben. Wie wär's mit Zitrusbonbons? Die werden meine Drillinge lieben. Komm, ich helf dir hoch. Oh, danke. Verlier das Bonbon nicht. Es kommt raus. Hilfe. Hilf mir, so schnell wie möglich. Lassen Sie uns Ihr Baby untersuchen. Vielleicht nicht. Es wird wärmer. Ja, die Temperatur erhöhen. Brauchst du eine Abkühlung? Das nenne ich eine Babydusche. Was? Was? Was machst du da? Ich bin keine Blume. Ah! Oh nein, vielleicht doch nicht. Oh wow, was haben wir denn da? Was für ein cooles kleines Massagegerät. Komm mal her. Das wird helfen. Das Baby muss sich entspannen. Weißt du was? Ich auch. Oh ja, das ist die Stelle. Was ist das? Oh! Gib her, gib her! Oh, wow!
Ich hol's dir, Baby. Oh, probier's an mir aus. Was? Oh, probieren wir's am Baby aus. Oh, ja. Das fühlt sich gut an. Das muss ich mit nach Hause nehmen, wenn wir fertig sind. Oh ja, genau da. Oh, endlich. Puh. Oh, danke. Oh, 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 oh. Du kannst es behalten. Danke. Ja? Okay, lassen Sie sich Zeit. Hilf mir mit dem schweren Baby. Ja, klar. Oh, diese Seite? Was ist mit dem Bett los? Oh. Oh, ja. Ich skate mich aus dem Bauch heraus. Was? Ich hab's. Komm. Tun Sie etwas. Mir ist so unbehaglich. Oh, Moment. Ich kann was Weicheres machen. Normale Kissen reichen diesmal nicht. Auch keine Stofftiere. Oh, das ist perfekt. Hey. Oh. Oh, so dehnbar. Hä? Da ist etwas Seltsames in der Mülltonne. Jackpot! Lass es uns hier reintun. Was noch? Oh! Eine Ananas auf jeden Fall. Ah! Oh, das ist eine Maske. Oh la la, du gehst auch rein. Und ein Luftballon, perfekt. Ich glaube, so ist es richtig. Jetzt machen wir alles zusammen. Natürlich mit Schleife für eine kokette Stimmung. Das ist so knautschig. Wow. Perfekt. Das ist es. Oh. Oh, wow. Oh. Jetzt gucken wir uns mal dein Baby an. Ich glaube, es ist auch kuschelig. Schlaf schön. Oh, guck mal, wie spät es ist. Wer ist der Nächste? Schlaf, kleines Baby, nicht weinen. Was dauert hier denn so lange? Ich muss aufs Klo. Oh, ich bin gleich wieder da. Okay, vielleicht später. Hör auf zu weinen. Ich habe Marge Simpson für 3 Uhr. Oh. Doktor, bitte kümmern Sie sich um mein Baby. Ich muss dringend dahin. Weint das kleine Baby? Oh. Ich weiß. Ich habe einen Babyshaker. So. Er schüttelt das Baby für dich. Siehst du? Jetzt hast du Zeit für die Toilette in aller Ruhe. Oh, danke. So süß. Oh, ich komme. Hey, was ist mit mir? Hallo, Schatz. Was? Wow. Das ist für dich. Ich liebe es, Schatz. Guck mal rein. Hast du was für mich? Ja. Ich liebe Omelette. Machen wir eins. Was ist das denn? Bist du schwanger? Ich bin schwanger. Wie aufregend. Schatz, schau, wir bekommen Babys. Wow. Meine Babys wachsen. Alphabet rockin'. Ja. Ah. Oh. Ja. Mach weiter, Schwester. Ja. Snackzeit. So gut. Mehr Schokolade, bitte. Oh ja. Himmel auf Erden. Das Dessertbuffet ist mein Leben. Meine Füße. Die sehen aus wie eine chaotische Galerie von Meisterwerken. Wir sollten kein Essen verschwenden. Aber ich glaube, sie müssen trotzdem geputzt werden. Lass uns ein bisschen schrubben. Nein, Mama. Ich komme nicht dran. Nutzloses Werkzeug. Was war das denn? Na, na, praktische Dinge. Ich weiß, was wir machen. Lass uns ein paar Fußpeeling-Hausschuhe machen. Öffne diese Poppezellen. Die brauchen wir alle. Jetzt kleben wir die bunten Bläschen auf die Sohlen. Ich liebe Regenbogenfarben. Und rein mit den Füßen. Die Bläschen sind so weich. Und jetzt brauche ich die Seife. Ganz viel davon. Perfekt. Reibe deine Füße an den Silikonbläschen, bis sie schäumen. Everybody, move your feet and feel united. Und fertig. So sauber. Fühlt sich auch frisch an. Babys Zeit brav.
Papas Füße wackeln. Zeit, den Knopf zu drücken. Los geht's! Essen! Dein Wunsch ist mir Befehl? Das sind leckere Zehen. Meine Zehen! Das tut weh. Du verrücktes Weib, lass meine Zehen in Ruhe. Meine Babys, oh nein! Willst du das hier probieren? Ein Schuh? Ich weiß. Mütter haben immer tolle Ideen für ihre hungrigen Kleinen. Jetzt brauchen wir noch zwei große Kekse. Die sehen schon lecker aus. Wenn Mama Fondant mag, müssen Babys ihn auch mögen. Mit etwas Fantasie und einer weißen Fondantplatte sind dem Himmel keine Grenzen gesetzt. Jetzt noch 10 leckere Zehen. Und ein paar Zehenringe, damit sie noch origineller aussehen. Oh, schau mal. Papas süße, leckere Füße sind bereit für meine Babys. Lecker. Zu fleischig. Zehen mag ich am liebsten. Ich hätte nie gedacht, dass Fußkuchen so lecker sein kann. Das ist für euch, meine Lieben. So lecker. Oh ja, Mama, wir lieben es. Du bist es. Was hast du denn? Wir müssen dich röntgen. Keine Sorge, Mama. Die Babys kommen. Du bist in guten Händen. Das ist nur ein kleiner Pieks. Dir und den Babys wird es gut gehen. Jetzt kommt die große Enthüllung. Mach weit auf. Da sind sie. Kleine Babyalphabete. Es sind 3. Willkommen auf der Welt, Babys. Steck mich wieder rein. Nein, das kann ich nicht. Geh zu deinen Geschwistern. Ich will meine Babys sehen. Du hast so süße Babys. Ich weiß. Die sind so süß. Das ist zu emotional. Mama weint einen Fluss hinunter. So viele Gefühle. Zu süß. Was ist los? Regnet es drinnen? Brauchst du das? Einen Keks vielleicht? Plastikmesser? Plastikmesser? Schöne Farbe. Ich habe eine Idee. Lass uns hier ein bisschen Wärme reinbringen. Sehr schön. Jetzt bieg es so. Schau dir den gelben runden Schwamm an. Perfekt, jetzt stecken wir die beiden zusammen. Steck das Messer in den Schwamm. Und voilà. Ich habe mir eine coole Brille zum Weinen gekauft. Die brauche ich. Und, sehe ich cool aus? So viel Wasser. Gut, dass sie aus Schwamm sind. 2 Funktionen in einem, das braucht jede Mutter. Nur noch ein bisschen. Heiliger Bimbam. Was für ein Durcheinander. Hier sieht's aus wie im Schweinestall. Ich glaub's einfach nicht. Kraft. Und Meeresfrüchte? Hier geht. Liebling! Das ist der Letzte! Tschüss, Schatz. Huh? Das ist er nicht. Wie krieg ich ihn jetzt her? Ich weiß es. Mit der Angel zur Rettung. Hab ihn. Komm zu mir, Baby. Und ja! Drück den Einschaltknopf. Und? Zeit zum Aufräumen. Staubsaugen. Rein mit dir, Banane. Hey, das ist mein Becher. Wie unhöflich. Ich komme, Spinnlein. Oh nein, 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 nein. Alles geht rein. Schatz, hallo, hallo. Nutzlos. Das ist so traurig. Nimm mich auf. Ich bin obdachlos und hungrig. Bitte gib mir zu essen. Komm her, mein Schatz, du armes Ding. Lass uns was zu essen holen. Süß oder salzig? Süß oder salzig? Süß. Du willst was Süßes? Okay. Hier, nimm. Und mach dein Ding. Gotta go. Gotta go. Gotta go. Gotta go. Gotta go. Gotta go. Das macht so viel Spaß. Yeah. Sie kommen raus. Wow, bunte Arby's. Ich liebe die so sehr. Lass uns die Füße massieren. Diese Massage ist so nötig. Fühlt sich so gut an und so entspannend. Zeit zum Essen. Oh, was ist das? Hallo, kleiner Freund. Oh, hallo. Noch einer? Noch einer? Hallo da drüben. Hallo da drüben. Kommt schon, Leute. Jetzt helft ihr mir, diesen Ort für meine Babys sicher zu machen. Hallo, wir sind soweit. Aber hier müssen noch ein paar Änderungen vorgenommen werden. Ja, das muss weg. Ich glaube, für diesen Job braucht man ein Kostüm und ein bisschen Identifikation.
wichtiger Beruf. Da, du siehst so hübsch aus. Geh auf deinen Posten. Jetzt ist alles sicher. Hat sie dich hübsch genannt? Oh ja, das ist ein Kinderspiel. Und der Letzte? Es ist ziemlich offensichtlich, dass ich hübscher bin als er. Jetzt ist alles sicher. Schatz? So gut. Oh, meine Babys. Hallo Kinder, hier ist euer Papa. Nein, 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 deine dreckigen Hände weg. Weg von meinem Bauch. Versteckt. Hier kann er mich doch nicht finden, oder? Ist es jetzt sicher? Freiheit. Hm? Die richtige Lieferung kommt gerade rechtzeitig. Ja, genau das brauche ich. Komm, Fischlein. Ich besorge dir ein neues Zuhause. Viel Spaß. Danke, Fischlein. Jetzt geben wir noch etwas Kleber dazu. Ich brauche die ganze Flasche im Wasser. Rühren, rühren, rühren. Fertig. Und einwirken lassen. Jeweils aber in der Produktion. Fertig. Jetzt formen wir den epischsten Schutzschild im Unterwasser-DIY-Universum. Lege jedes Gipstuch auf ein anderes. So, ziemlich ordentlich. Mein Babyschild klingt stabil. Jetzt färben wir es ein. Wir fangen mit Rot an. Rot für den Buchstaben A. Rosa für P. Und Blau für W? Genau so. Was meint ihr, Babys? Ziemlich cool, oder? Bereit für die wilde Welt. Dieses Schild ist aus Liebe und Wasser. Guck mal, Schatz. Wow. Lass mich meine Babys Coochie, 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 Co. Das ist euer Papa. Wir sind beschützt. Gut gemacht, Mama. Jo. Huh? Es ist Zeit. Es ist die Zeit. Was? Jungs, etwas passiert. Die Babys kommen. Jetzt auf ins Krankenhaus. Wir sind im Krankenhaus. Was? Huh? Was, Schlange? Oh. Der Nächste, bitte. Ich. Oh, danke. Jetzt du. Oh, ich bin ein großer Fan. So. Der Nächste, bitte. Endlich habe ich dich getroffen. Ich hab dich so lieb. Nerds sind hier nicht erlaubt. Oh nein. Ich bin eine Loserin. Armes Ding, lass mich dir helfen. Komm her, Kind. Was ist los? Was passiert gerade? Aua! Was ist das hier für ein Ort? Wo bin ich? Oh mein Gott! Und wer bist du? Hab keine Angst, ich bin ein Freund. Ich weiß, wie ich Pomnys Herz gewinnen kann. Schau mal. Wow, ich würde alles für sie tun. Du machst es nur schlimmer. Probier das mal. Hä? Aber was ist das? So lustig. Er dehnt sich in alle Richtungen. Konzentrier dich. Klar. Yay, es kommt raus. Wow, so ein Riese. Und so viel davon. Es ist so klebrig. Jetzt benutze es. Okay, lass mich die Brille abnehmen. Es ist wie Wackelpudding. Und es trocknet so schnell. Jetzt nehmen sie ab. Langsam. Das fühlt sich gut an. Besser als ich dachte. Tschüss, Pickel. Cool. Aber mein Gesicht! Schon gut, Kind. Schau dir die Bilder von Jax an. Siehst du? Oh, nichts passiert ohne Grund, hä? Aber ich brauche etwas anderes. Darf ich? Hey, gib das zurück. Oh Gott, ich habe noch einen. Ja, genau, damit kann ich etwas Weiß ins Spiel bringen. Ich sprühe einfach hier und da drauf. Viel besser. Und jetzt die Wimpern. Ein paar Striche und fertig. Cool. Warte. Gesundheit. Danke. Hey, das ist noch besser. Was ist das? Das ist es. Das ist mein Lippenstift. Perfekt. Mein Make-up ist perfekt. Hä? Für die Haare? Ich brauche sowieso eine andere Haarfarbe. Oh nein, bitte nicht anfassen. Da ist ein besonderes Schloss dran. Mal sehen. Oh, was? Was ist denn hier los? Kane, ich brauche deine Hilfe. Irgendjemand, bitte. Wann hört das endlich auf?
Es ist vorbei. Du solltest besser auf mich hören. Oh, danke. Vielen Dank. Ich mach dich trotzdem auf. So. Soll das ein Witz sein? Haare? Brombeeren? Ja, Brombeeren! Einfach drauf und festdrücken. Aha. So? Genau so, das machst du toll. Achte nur darauf, dass du keine Locke übersiehst. Mal sehen, was dabei herauskommt. Wow, es hat geklappt. Und es sieht so cool aus. Aber etwas fehlt noch. Die Ohren. Ja, genau, lustige, flauschige Ohren. Wo bekomme ich die her? Das fühlt sich gut an. Kane, hilfst du mir bitte? Natürlich, Liebling. Geh und hol ihn. Wow, danke. Die passen perfekt. Nur, ich muss sie nur noch zusammenkleben. Oh, interessant. Igitt, nicht das. Das da. Lass mich mal probieren. Wir schneiden nur den Haken ab. Perfekt. Und jetzt kommen die Ohren. Hier und hier. Jetzt probieren wir. Sehr gut. Und jetzt anprobieren. Ein Ohr abknicken. Wunderbar. Ich glaube, ich bin fertig. Lass mal sehen. Juhu, ich sehe aus wie ein Jax. Gut gemacht, Kleine. Gut gemacht. Was? Nur 30? Wie ist das möglich? Oh, was ist das? Ja, richtig. Hätte ich fast vergessen. Ich muss mich auch noch umziehen. Lass uns das machen. Zuerst suchen wir uns eine Farbe aus. Das sieht toll aus. Und jetzt? Hey, nicht gucken. Hä? Ich komme. Oh, 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 ich zuerst. Oh, danke, Leute. Jetzt kann ich diese Sachen ausziehen. Das wird eingetaucht. Moment mal. Und voilà. Schön, oder? Und die Jeans? Jetzt bist du dran. Ich hoffe nur, dass du etwas bunter wirst. Du gehst zurück an deinen Platz und ich nehme die Handschuhe. Anziehen. Wow, genau so wollte ich es haben. Jetzt passt alles zusammen. Und natürlich der Schwanz. Wunderschön. So, und jetzt? Oh, wow. Jetzt sind es 100%. Jetzt kann ich zu ihr zurück. Da ist der Ausgang. Endlich sehe ich Pomni. Komm schnell. Sie wartet. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 in diese Falle tappe ich nicht. Oh, yeah! Doch, das wirst du, deshalb bin ich auch hier. Hab ich dich. Oh Gott, das tut weh. Oh, du. Hey, 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 hallo da. Hey, du wirst mir helfen und ihr auch. Ich stelle mich einfach drauf und zeichne die Form meiner Füße nach. Jetzt alles ausschneiden. Vorsichtig. Aha. Gut gemacht. Mal sehen, was wir haben. Das Wichtigste ist geschafft. Jetzt muss ich es nur noch weich und flauschig machen. Hier kommt noch etwas Kleber drauf. Genau an den Rand. Und dann alles drauf. Schön langsam. Wow, das gefällt mir jetzt schon. Buongiorno, Signorita. Buongiorno, darf ich? Danke, jetzt sehen sie aus wie richtige Pfoten. Probieren wir sie an. Die erste und die zweite. Wow, die sind so weich und kuschelig. Und sie sehen so toll aus. Ich liebe sie so sehr. Das sind die coolsten Schuhe überhaupt. Und wie viel ist das jetzt? Ja, 100%. Juhu. Gut gemacht, gratuliere. Das war echt klasse. Vielen
Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss, Schatz. Tschüss, Leute. Oh, ist das wirklich du? Wow. Hallo. Aber eben warst du noch... Und jetzt? Wow. So, gefällt's dir? Ich liebe es. Du bist so schön. Oh, danke. Oh mein Gott, oh nein. Wo ist sie hin? Oh nein, sie ist weg. Ich muss sie finden. Entschuldigung. Hallo, Jax. Ich habe schon so lange davon geträumt, dich kennenzulernen. Nein, du bist nicht Pony.